Dieser Podcast wird präsentiert von Clank, unser Partner für kinderleichtes Sparen. Hey, Katie. Ich wollte jetzt gerade Helf Gott sagen. Hat so gelungen wie Hatschi. Ich bin schon wieder leicht erkältet. Woran liegt das, Katie? Ja, weil Anna schon seit 3 Wochen immer wieder erkältet ist. Weil in ihrer Denke ist der Sommer noch nicht vorüber. Und sie läuft liebend gerne in Sommerkleidchen rum. Und wenn die Sonne draußen scheint, ist das Argument ganz klar, die Sonne scheint. Also wieso soll ich mir was Warmes anziehen? Anna wird jetzt 4. Am Sonntag? 4 Jahre, Schatz. Ja. Boah. Und wenn Kinder krank sind, ist das ja immer ein Ausnahmezustand für Eltern zu Hause. Es ist ja nichts irgendwie wie sonst. Ist es das eigentlich überhaupt? Also ich glaube, es gibt... Eltern werden das verstehen, es gibt überhaupt keinen Standardprozess, also Ablauf. Es gibt schon Rituale und Abläufe, die sind schon wichtig, aber es ist halt so unberechenbar. Ne? Also Kindergarten kannst du vergessen gerade. Ja, seit 3 Wochen jetzt schon. Ja. Und das ist natürlich, also mal einen Tag gab es, wo dazwischen ging, ne? Aber dann gab es sie wieder mit einem neuen Schnupfen heim. Und die Kindergarten-App bimmelt ja die ganze Zeit. Wir haben sie ja bei schon mir bimmelt Stunden. Da gar nichts. Also ich das ist keine gute App. Nee, okay, gut. Die Info-App vom Kindergarten ist nicht besonders gut, aber wenn man reinschaut, dann gibt es ständig Scharlach, Magen-Darm, Corona, Grippe, Husten, Grupp, keine Ahnung, alles. Und du denkst, oh mein Gott, was passiert dort? Aber die Kinder stärken ihr Immunsystem, heißt es. So ja, schön. Absolut, nicht? Absolut. Und wir hatten eine coole Halloween-Nacht. Oh, die war toll. Die war richtig schön. Ja, also ich bin 10.000 Schritte gelaufen. 12.000 hast du gesagt. Nee, also ich habe den Tag noch abgezogen. Ja, aber wieso, also wir alle, ne? Anna lief 4 Stunden. Wollte ich gerade sagen, weil die muss ja 2 Schritte machen, wenn ich einen mache oder sogar 3. Ja, und an dem Tag war sie tatsächlich fit. Die werden nur getragen werden eigentlich. Normalerweise. Also wir haben Schleimbeutelentzündung im Dauer, das ist chronisch eigentlich. Rücken. Sie kuschelt, Rücken. Sie ist so süß, wir sagen immer, Anna, du musst laufen. Und sie sagt immer, du bist so kuschelig. Das ist aber ein Trick, süß. Du weißt das. Ja, das ist ein Trick. Aber es ist so süß. Ja, natürlich. Und dann nimmst du hoch und ja, natürlich funktioniert. Und dann kuschelt sie sich so ran und dann bist du natürlich, oh, das probiere ich nachher mal, ob das bei mir auch klappt, Schatze. Ob du auch so kuschelig bist? Ja. Ich sag dir, du bist so kuschelig und du trägst mich dann mit ins Wohnzimmer. Ach Schatz, ich glaube, das geht sich nicht aus. Wahrscheinlich holst du die Sackkarre und schiebst mich dann durch den Raum. Im All mache ich es für dich. Wenn wir irgendwann mal, wer will uns schon 2000, der Elon Musk will uns ja schon 2050 die Menschen auf den Mars fliegen. Dort oben bist du sicher um einiges leichter und dann kann ich dich tragen. Ich verspreche es dir, Schatz. Das ist jetzt voll mutig, was die Wanni macht. Ne? Ich hab ja gesagt, wer hier zuschaut bei uns, der wird involviert in den Podcast. Sie wird natürlich jetzt nichts sagen. Sie wird jetzt ganz leise in ihrem Ohrensessel sitzen und essen. Aber du darfst nicht schmatzen, weil es hört sich total unangenehm an. Du musst jetzt quasi ganz leise. Warte, ich nehme es mal auf. Sag mal leise. Sie hält inne. Die Vanessa ist ja gerade wieder hier zu Besuch, weil sie studiert ja jetzt in Salzburg. Und das war natürlich, hatten wir eh schon besprochen, ein Riesending. Wir sind alle gerade total happy. Auch die Anna ist so glücklich, dass ihre Schwester wieder da ist. Heute bist du mal kurz, Vanessa, bei der Tür rausgegangen mit dem Hund und sie, fährst du wieder? Ganz panisch war Anna. Nee, Vanessa kommt wieder. Vom Umtausch ausgeschlossen. Der Elternpodcast zum Buch von Katharina Pommer. Was Eltern nicht zu sagen wagen und warum sie trotzdem die besten Eltern der Welt sind. Wie wir als Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern können. Für eine erfüllte Partnerschaft, ein erfolgreiches Family-Business und eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kindern. Du willst dich mit echten Eltern austauschen? Dann werde Teil der Mindshift-Family und erzähle anderen Mamas und Papas von unserem Podcast. Denn auch für Eltern gilt, vom Umtausch ausgeschlossen. Von und mit Katharina und Norman. Was ist denn eigentlich das heutige Thema? Katie, du willst es ja immer so spontan machen. Ich bin ja so der blaue Typ, der Redaktionspläne hat und sich Themen überlegt, die du dann regelmäßig über den Haufen schmeißt. Ja, sag und, doch, heute wäre es einmal gut, weil ich habe nichts. Ja, nee, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wir haben jetzt Zeit und Lust, okay, einen Podcast zu machen. Okay, unser Haus ist jetzt fertig und wir haben schon wieder neue Pläne, oder? Ist das was? Ja.
Mein Buch ist draußen und ich habe eine miese Rezension bekommen, die sehr nach bezahlter Rezension aussieht. Das hat dann natürlich in den Keller getrieben, weil ich habe gesagt, wenn du eine schlechte Rezension auf ein Buch bekommst, ist es wie wenn jemand in den Kinderwagen reinschaut. Du gehst total stolz mit deinem Baby spazieren, da schaut jemand rein und sagt, ma, ist das ein schiches Kind. Verstehst du? Nein, ist wirklich so. Ja. Who the fuck, wer will das hören? Ja. Niemand. Du schreibst das Buch, bist total voll. Also bitte, liebe, liebe, liebe HörerInnen, wenn ihr ein Buch lest und es toll findet, dann gebt eine Rezension. Wenn ihr es nicht toll findet, schreibt es eine E-Mail an den Autor, aber sehr wertschätzend. Aber nicht eine öffentliche, vernichtende Rezension, weil es ist wirklich so. Also kein Mensch wird zum Kinderwagen gehen und sagen, mal ist das Kind schier. Und ein Buch ist wie ein B. Für mich ist es wirklich natürlich. So. Das ist mein Buch, wo ich sage, wow, das ist voll aus meinem Herzen rausgeboren worden. Ich habe da alles reingesteckt. Das ist so. Außerdem die Dame, die das geschrieben hat, kann das gar nicht gelesen haben. Wenn du das Buch liest, und das habe ich jetzt echt schon von vielen gehört, dann kannst du das noch gut finden. Die ist wahrscheinlich aus dem Darknet gefischt worden, von wem auch immer. Na, sie hat, glaube ich, schon über 1000 Rezensionen geschrieben. Schaut, sie ist Redakteurin, schaut nach Bezahlter. Aber ist ja wurscht. es ist doch völlig wurscht. Meine Verlegerin hat mich angerufen und gebeten darum, hast du das gelesen? Bitte, bitte. Sieht sehr nach gekauft aus, aber bitte frag alle, die du kennst. Also ein Aufruf an alle HörerInnen. Ja, dafür haben wir doch den Podcast hier. Bitte wirklich. Leute, zeigt mal, was so in euch steckt. Einfach schöne 5 Sterne geben. Aber das Buch natürlich, ich weiß, wenn du das liest, dann wirst du es auch toll finden. Oder du wirst, wenn du es nicht toll findest, zumindest keine schlechte Rezension schreiben, weil du merken wirst beim Buch, dass ich das wirklich, ich habe mich offenbart. Verstehst du, da stehen Dinge drin, die habe ich vielleicht gerade mal dir erzählt. Aber die ja, weiß das hoffe ich, dass niemand. Ich alles weiß, was da drin ist. Nein, es ist wirklich, es ist ein echt, also sehr, es ist, aber das kann ich nachvollziehen. Dass das natürlich dann, braucht man echt nicht. Und man hat ja auch immer Menschen, die einem was nicht gönnen. Jetzt ist das Buch gerade im Gesamtranking bei allen Amazon-Büchern unter 10.000 gerankt. Wir können ja die Redakteure mal einladen. Ja, das würde mir echt Spaß machen. Nee, ich will, das ist ja dieses Gemeine. Soll die sich melden und die laden wir hier im Podcast ein. Sie soll sich unbedingt melden, weil das Gemeine ist ja, dass du mit den Menschen nicht in Austausch gehen kannst. Und ich würde so gern, jeder kann ja seine Meinung haben und die auch kundtun. Und das ist ja ganz toll. Aber ich würde so gern mich austauschen mit den Menschen. Mich interessiert das ja. Ne? Hm. Aber wenn, es gibt ja wirklich tatsächlich bezahlte positive oder bezahlte negative. Vielleicht ist er auch nur abgerutscht. Ich bin ja so ein Typ, ich denke mir, okay, man kann auch mit der Maus abrutschen. Was wirklich? Nein, das war völlig berechnet. Also man kann das ja auch im Nachhinein korrigieren. Oder wenn sie zu unserem Podcast kommen. Wir machen das wirklich hier in einem ganz guten Gespräch. So. Also leider gibt's, es gibt alles. Ich hätte vor 10 Jahren noch was anderes gesagt, aber mittlerweile hat mich das Leben gelehrt. Es gibt Menschen, die wahnsinnig grandios und wundervoll sind. Und es gibt Menschen, die einfach dem anderen was Schlechtes wollen, weil sie selbst nicht ertragen können, dass ein anderer im Glück ist oder was Gutes macht oder so. Es gibt es einfach. Aber da sind wir doch schon bei einem ganz spannenden Thema, nämlich die Öffentlichkeit. Boah, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, und das machst du ja schon seit vielen Jahren, du noch mehr als ich. Ja. Aber ich habe in meinem Buch geschrieben, ich habe noch reingeschrieben, ich bin viel zu sensibel für die öffentliche Welt. Ich nehme alles zu Herzen, es steht da drin. Und wenn dann jemand so eine boshafte Rezension, dann ist es Berechnung. Das nehme ich persönlich. Das ist echt. Aber das ist ja Berufsrisiko, das muss man ja auch sagen. Schatz, wenn du der Öffentlichkeit. Ich lag jetzt gerade bei Anna im Bett und habe ihr vorgesungen. Alle Lieder und die Geschichten erzählt, sie ist so süß, sie kann alles mitsingen. Und dann haben wir gedacht, ey, will ich das überhaupt noch? Ne? Mhm. Also es ist wirklich so, dass man dann denkt, man, eigentlich hätte man doch ein total entspanntes Leben. Ne? Wenn du wirklich nur so in deinem Freundes-, Bekannten-, Familienkreis bist. Und warum mache ich es? Weil du fängst da wirklich viele Watschen ein. Also sobald du in der Öffentlichkeit stehst, fängst du dir Watschen ein. Warum macht man es? Weil es doch immer Menschen gibt, die davon profitieren. Und das ist der Punkt. Es reicht ja eine Nachricht, die dich erreicht. Das ist wirklich da kommst du ja freudestrahlend zu mir und zeigst mir das und liest mir das vor. Schatz, und das ist wirklich so. Ja, ne? Ich weiß. Das mache ich wirklich. Aber genau, so geht es mir ja auch bei meinem Podcast und bei meinem Engagement in der Öffentlichkeit. Das eine Ding, das hebt alles hin. Da kannst du 15.000 schlechte Nachrichten bekommen haben. Diese eine Nachricht ist es halt.
Ja. Nein, ich nehme mir die 15.000 Leute wirklich. Nein, ich bin jetzt mich ehrlich. Interessiert das ja nicht. Ja, du bist da anders. Anders. Du bist ja wie Lotus-Effekt. Ja, an dir, ich hätte den auch so ab. Gern, aber den, ja. ich bin so nicht. Ja. Ich nehme mir alles zu Herzen. Ich denke über alles nach. Ich will mit jedem ganz lang reden, damit ich verstehe, warum er so denkt oder sie. Das ist schon immer so gewesen. Aber ich könnte mir sowas abgeben von meinem Lotus-Effekt. Ja, ich hätte es gern. Aber das ist was mir leider nicht gegönnt wurde beim Gabenverteilen, habe ich die nicht bekommen. Ja, du denkst dann drüber nach, du arbeitest dich dann gedanklich richtig rein in das Thema. Ich mache den Perspektivwechsel. Ich denke mal, und mir belastet das dann auch, weil ich will ja was Gutes tun. Wenn mir dann jemand schreibt, mir hat das nicht gut getan, denke ich mir, um Gottes Willen, na, jetzt ist mir, verstehst du, meine Absicht kam nicht an. Kann ich noch ein paar Seiten nachschicken, um dieser Person zu helfen? Das ist, ja, genau. So denke ich dann. Und das ist, eieiei. Es hat mein alles, was ich bisher gelernt habe, und Meditation und Psychologie und nichts bisher geholfen. Sport nicht. Vielleicht im nächsten Leben wünsche ich mir den Lotus-Effekt. Ja, gut, aber dir ist es halt einfach wichtig. Ne? Ich kann das ja auch nachvollziehen. Mir ist wichtig, dass es Menschen gut geht. Und das habe ich auch so ins Buch reingeschrieben. Deswegen nehme ich mir leider diese Rezension echt. Das nimmt man sich zu Herzen. Ist die Frage, kann man den Lotus-Effekt lernen? Ich meine, Eltern, jetzt mal von der Kritik deines Buches hin zu... auch Eltern werden ja ständig kritisiert. Ja? Also, du doofe Mama, ich mag dich nicht. Okay, das sind dann, genau. Oder Shaming. Auch von, Shaming. Ja, auch von anderen Menschen, sagen wir mal. Das müssen ja nicht immer andere Eltern sein. Würden wir uns eh wünschen, dass das nicht der Fall ist, dass man Verständnis füreinander hat. Aber wissen wir ja selber, inwieweit das in irgendeiner Form von außen immer herangetragen wird. Ja, kann man ja auch nicht so einfach wegstecken. Das beschäftigt. Na, deswegen habe ich. Oh, jetzt piepst das Babyfon. Das ist natürlich ganz schlecht, weil es ist laut. Akku da oben steht es, Wanni. Wanni nimmt es mit. Ja, das, oder dreh es mal kurz ab, Schatzi. Oder, nee, der Empfang war. Jetzt ist der Empfang wieder da. Also, ich habe deswegen auch das Buch Stop Mom Shaming geschrieben, weil ich mir das schon immer so zu Herzen genommen habe. Und ich verstehe es nicht. Das ist wie wenn eine Gehirnrindung in mir fehlen würde, die versteht, warum Menschen böse zueinander sind. Oder verstehst du? Ich denke mir immer, es kann keine Absicht sein. Jetzt bin ich mit meiner Mutter groß geworden, die im Hochsicherheitstrakt gearbeitet hat mit den Mördern und Vergewaltigern. Und da habe ich schon gemerkt, okay, es gibt einfach Menschen, die tatsächlich absolut schlechte Absichten haben. Warum auch, das wollte ich verstehen, gibt nicht auf alles eine Antwort. Manche Dinge musst du einfach hinnehmen, wie sie sind, so schwierig es auch ist. Aber das tatsächlich fällt dem einen leichter als dem anderen. Also dir fällt es deutlich leichter als mir. Aber das ist auch so ein Selbstschutz, glaube ich, von mir. Also oder ich will provozieren. Das ist auch eine Idee. Also wenn ich mit der Anna unterwegs bin, dann habe ich ja so ein bisschen das Problem, dass in Deutschland Kinder in der Regel nicht so sehr willkommen sind in Restaurants oder so. Ja, je hochwertiger, also bei McDonald's, die freuen sich, aber ja, je hochwertiger das Lokal so, umso. Oder Hotels oder ja, so. Ja, Hotels. Ja, genau. Und also je nachdem, wie mental stark und gut drauf ich bin, ist es dann auch für mich, dann weißt du, dass du dann... Du provozierst dann gern. Nee, du bist, also du bist dann der später Rebell. Eingreife. Das Kind darf sich dann auch lautstark äußern, mehrere Male. Ich beobachte dann das Umfeld, wie nervös werden die. Und du lässt. Und erst dann sage ich, Anna, ein bisschen leiser. War das letzte Mal im Kino auch? Wir waren das erste Mal mit Anna im Kino. Das war so geil. Da hat sie doch auch mit dir lauter gesprochen, ne? Ja, voll. Da hast du erst nach dem dritten immer, Satz... Aber ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber es waren immer in den Zeiten, wo absolute Stille im Kino war. Also wo das Jingle, das Intro aus war und der Film so langsam anging und sie... Du, Papa! Wo ist denn das Popcorn? Stimmt, du hast, glaube ich, erst nach dem dritten Mal, du, Papa, hast gesagt, Schatz, ein bisschen leiser, die anderen wollen auch gucken. Aber warum? Weil keiner was gesagt hat. Ne? Sie waren ja alle mit Kindern da. Ja, vor uns saßen so zwei, was waren das, so Rocker-Typen? Ich habe das überhaupt nicht realisiert. Oder war das ein anderer Film? Ihr habt recht. Na, du warst die haben gesagt, mal gucken, wie lange es diesmal braucht, bis wir rausfliegen. Ach so, wirklich? Nee, das da habe ich doch gesagt, naja, lange wahrscheinlich nicht.
Aber wir waren laut. Ich habe auf den Papa geachtet, der rechts von uns saß, weil das Kind hatte wirklich keinen Spaß an dem Film. Das wollte er gehen. Das hat immer, das wollte er gehen. Ich sagte, Papa, der Film ist langweilig, ich will gehen. War ein Junge und der hat sich so einen Mädelsfilm rein. Er wollte gehen. Und der Papa hat wirklich 2,5 Stunden in sein Handy geschaut und hat gesagt, gib Ruhe. Gib Ruhe, sei still. Mich hat das so getriggert. Ich habe die ganze Zeit da rechts hingeschaut und mir gedacht, okay, tief durchatmen. An dieser Stelle möchte ich euch noch unbedingt auf unseren Partner Clank hinweisen. Clank begleitet Familien von Anfang an bei finanziellen Angelegenheiten. Die einfach zu bedienende App ist eine einzigartige Kombination aus Bankkonto, Sparplan, Cashback-Gutschriften und nachhaltigen Anlagen. So macht Sparen in der Familie, also im Clan, richtig Spaß. Lerne hier bei uns auf der Mindshift Elternplattform, wie du finanziell für die Zukunft deines Kindes oder deiner Kinder vorsorgst. Jede Woche veröffentlichen wir mit Clank einen Finanztipp in unserer Community, den du direkt ausprobieren kannst, um zu sehen, wie kinderleicht Sparen wirklich sein kann. Werde ein Held für deine Kinder und hol dir gleich die App für dein Smartphone. Einmal habe ich überlegt, ob ich ihm sage, ich glaube, er will gehen. Aber dann, er hat es durchgehalten. Ja. Also das war ein sehr geduldiges Kind. Oder dass dann halt so eine Cola Zero über seine Hose fließt oder so. Oh, sorry. Das wäre wieder deine Idee. Zum Vorbeigehen. Ich helfe nur. Ich habe wahrgenommen, ganz bedürfnisorientiert und sensibel. Dein Kind will ja nicht sein. Zack, ist das Cola geflogen. Naja, jetzt kommt ja wieder die kühle Jahreszeit. Wir waren jetzt bei Freunden an Halloween. Claudia und Ralf, ihr hört auch immer regelmäßig. Stimmt, wir werden in der Sauna gehört. Von der Tiny Lodge. Gut, dass du dran denkst, weil ich habe mir überlegt, ey, wir werden euch unbedingt erwähnen, ja, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Eben. Und wir wurden gehört in der Sauna, was ich mega finde. Vielleicht könnt ihr anderen mal reinschreiben in die Kommentare, wo ihr uns hört. Claudia hat uns in der Sauna gehört. Ja, genau. Ja, waren die nicht beide in der Sauna? Ja, stimmt, wir waren beide in der Sauna. Stimmt, wahrscheinlich sind wir sogar in dieser Sauna fest installiert. Und das wäre natürlich... Also wir packen in die Shownotes die Tiny Lodges am Ellertshäuser See. Yes. Mega cool gemacht, mega geiles Konzept. Große Vorbilder für uns auch. Ja, absolut. Ja, wir lernen wirklich von super Hardlinern. Ja, richtig gut. Und die Claudi ist, glaube ich, immer für eine coole Party zu haben. Und sie war auch, muss man sagen, ja, bei der Halloween-Party am besten. Wirklich mit Abstand am besten verkleidet. Ja, ich hatte ja nur einen Hut, der aussah wie ein Haufen. Ja, das ist, wie heißt denn der? Wanni? Ja, den gibt's unter den Smileys. Ja, wie so ein unter Häufchen. Den Emoticons. Ein Häufchen. Aber die Claudia war total geschminkt mit Hut und mit allem möglichen. Ich weiß, es gibt viele, die gar nicht Halloween gehen. Das war voll gruselig, fand ich. Und die sich auf das überhaupt nicht stehen und das überhaupt nicht. Aber wir gehen tatsächlich, unsere Kinder sind meist als Fee geschminkt. Es ist eigentlich seit 20 Jahren schon so. Ja, die Anna hatte so ein kleines Spinnennetz auf der Wange. Ganz ein kleines, aber sonst war sie als Einhorn und ja, Fee geschminkt. Natürlich, ja. Und sie hat's einfach, es war eine Riesenshow für sie. Sie fand es echt toll. Da war ein Haus total, also wirklich in so, wie so ein Halloween. Das seid ihr aber Horrorfilm. Nur die Männer sind dahin gegangen, nicht die Kinder. Jetzt pass auf. Da ging so ein Weg hoch zu dem Haus. Da müssen wir eine Triggerwarnung reinsetzen. Wieso? Naja, wenn da wer zuhört, der sich fürchtet. Naja, aber sind die, ja, hallo, wir machen Elternpodcast, da hört man, da fürchtet man sich. Nein, jetzt. Du warst ja nicht. Also erzählst. Okay, mach mal die Triggerwarnung, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Nee, vorher, du musst, höre diesen Podcast, Triggerwarnung, wir sprechen über Halloween, irgend sowas musst du reinsetzen. Okay. Aber nee, erzähl, wir sind vielleicht ja mit eine Light-Version. Es war schon gruselig. Nee, es war nur witzig, weil wir pirschen da die Treppen hoch, die echt nicht beleuchtet waren, Laub auf den Stufen. Also ich habe mich fast so mit der Hand vorgetastet. So, ich dachte, du erzählst Kettensägen. Das war nee. Okay, nee, du erzählst die anderen. Okay. Nee, die Kettensägen-Nummer, die erzählen wir nicht. Ja, du siehst, ich habe schon voll geschwitzt jetzt, was kommt? Nee, die Kettensägen-Nummer war ja ohne die Kinder, weil ich war ja mit dem Ralf Gott unterwegs und habe euch gesucht. Ja, ja, wir und waren dann in der kamen Wirtschaft. Wir... Und dann mit ehemaligen Lehrern Schnaps getrunken. Ja, genau. Ich nicht. Ich habe das Auto weggebracht mit dem Ralf und dann sind wir hinterher. Und dann haben wir euch nicht gefunden und kamen beim Kettensägenmann vorbei. Den haben wir natürlich nicht den Kindern gezeigt, um Gottes Willen. Aber der war der Wahnsinn, oder? Der hat sich mal richtig Mühe gegeben mit
Luftdrucksarg, der sich geöffnet hat. Mit und alles voller Nebel. Voll mit crazy. Licht, mit Licht ohne Ende. Ja. Und er war es. Aber der Wahnsinn. Nee, erzähl die andere Version. Ja. Jetzt musst wirklich eine Triggerwarnung draus sitzen. Oh. Kein Mensch weiß, was es ist. Okay. Nee, aber ich wollte dir von dem Haus erzählen, weil das fand ich ganz süß. Weil oben empfing uns dann eine Frau, die völlig unverkleidet war und wir standen vor so einem Fliegengittertür. Kennst du das? Aus einem amerikanischen Film. Du machst die Tür auf, kommst aber nicht rein, weil diese Fliegengittertür vor der Nase ist. Die Kinder vorne aufgebaut an der Tür. Claudi und ich sind ja da hochgeklettert, weil ich war ja dran. Du hast ja immer gesagt, ich muss die vielen Treppen machen. Du nimmst die kleinen Eingänge, die ebenerdig zu erreichen sind. Und du hast mitgemacht. Ja. Ja, du, das waren bestimmt 5 Etagen, die ich die Anna da hochschleppen durfte. Und der Ralf und ich sind unten gestanden. Und ich glaube, es gab gar keine Kinder, die das jemals erreichen konnten. Das Haus war A, war es ziemlich hoch, B, war es am Ende des Ortes, der Straße, der Welt. Ihr wart da, nach dem Haus einzigen, kam nichts mehr. Die einzigen, es war ein schwarzes, die dort waren, ne? Ja. Die hat sich natürlich gefreut wie ein Schnitzel, dass wir einmal vor ihrer Fliegengittertür standen. Und dann hat sie die ganze Zeit gesagt, ich komme gleich, ich komme. Und dann siehst du die so im hinteren Flur immer so von einem Raum in den anderen rennen. Immer so von links nach rechts, von links nach rechts. Dann hatte sie auf einmal so einen Hexenhut auf, dann kam sie wieder zurück aus dem anderen Raum, dann kam sie mit einem Umhang. Das heißt, die verkleidete sich die ganze Zeit, rief parallel ihren Mann an, der dann auch die Treppe hochkam, an uns vorbei, durch diese Fliegengittertür. Er war der Kameramann. Er musste das also aufnehmen, ja. Das heißt, die hat das zelebriert. Dann hat die noch Tüten gepackt mit Kuchen. Also keine Süßigkeiten, ja. Bio-Kuchen mit Mandarine. Süß. Ja. Und dann hat die Tür aufgemacht und war selig, weil die Kinder da waren. Und dann hat die den Spieß umgedreht. Dann hat die gesagt, ihr müsst erst was Saures essen und dann bekommt ihr was Süßes. Also hat die Zitronenscheibchen den Kindern gegeben und die sollten da reinbeißen. Und die Anna nimmt so ein Ding, guckt sie an, sagt, esse ich nicht. Es ist nett. Na, und die war so süß. Die hatte so ihr Mäntelchen an und ihre riesen Pudelmütze da mit dieser Bombe und wackelte so mit dem Kopf. So, nee, mach ich nicht. Süßigkeiten. Was ist das? So richtig cool. So, und dann habe ich gedacht, so, und jetzt haben wir's. Können wir weiter? Ja, ihr habt ja schon ewig da unten gewartet. Ich habe schon hochgerufen. Hallo, das hörst du nicht. Wir sind noch hier. Wir waren quasi, ich muss dir vorstellen, das Haus war über den Wolken. Also hat sich das für mich angefühlt, als ich mit letzter Kraft nach 20.000 Schritten da oben angekommen bin. Und dann, pass auf, und dann zum Abschluss. Ich habe gedacht, wir haben es geschafft, drehe mich um. Ja, und dann sagt sie, für Mami und Papi, also sie meinte Claudi und mich, ja, für Mami und Papi habe ich noch einen kleinen Umtrunk. Die Claudi hat dann nicht versucht, ihr zu erklären, dass wir nicht zusammen, der Sohn von der Claudi, der nahm irgendwie das Glas von ihren Empfang und sollte das dem Papi bringen und war auf dem Weg, die Stufen nach unten zu erklimmen, um dem Papa, der ja unten bei dir stand, der Ralf, das Glas zu bringen. Und dann sagte sie, die Claudi, nee, den anderen Papi, der hier oben steht. Und dann müsst ihr vorstellen, ich weiß nicht, was sie da reingekippt haben. Und ich weiß auch nicht, wie lange die das Zeug schon trinken. Da war Tabasco drin, da war Wodka drin. Es war nicht trinkbar. Schatz, ich habe nur genippt. Blood and Mary. Schatz, wirklich? Ich habe nur genippt und meine Lippen sind sofort aufgesprungen. Aber du darfst nichts vor fremde Leute nehmen und trinken. Das hat man dir doch schon gelernt, wo du klein warst. Nee, hat man nicht. Na, also jetzt sag's ich dir. Aber sehr geil war die Claudi, die war dann so. Sag mal, kann ich das Glas mit, das schaffe ich jetzt nicht, kann ich das mit runternehmen, auf dem Weg nach unten trinken? Ich würde das Glas dir unten hinstellen. Hat sie gesagt, wie geil. Da habe ich gesagt, Alter, das kannst du nicht mal transportieren, so scharf ist das. Da habe ich das gleich in ihren Kürbis reingestellt. In ihren Kürbis? Ja. Es war abenteuerlich. Ach, dann sind wir runter und kurz vor unten, ich bin ja wirklich, also ich hatte ja die Anna auf dem Arm und es war echt so glitschig und Laub auf den Stufen. Also du bist ein Held. Ja, pass auf. Na, pass auf. Wahnsinniges Abenteuer. Ich habe dann immer so kennst du das, so einen Fuß nach unten, ja. Und mit dem Versuch geguckt, das hat Laub zur Seite, ja. Und dann die nächste Stufe, die waren alle super unruhig, weil ich war der Erste und alle anderen hinter mir haben gesagt, ey, was mit dir? Und kurz bevor ich unten war, macht dieses Licht an und wir haben eine Festtagsbeleuchtung und können diese ganze Treppe sehen. Und der Franz ist deswegen wahrscheinlich, der Sohn von Claudia und Ralf, 3 Meter die Mauer runtergesprungen, weil er dich endlich überholen konnte. Ja, das und unten angekommen hat er gesagt, das war jetzt aber doch ein wenig hoch.
Super. Ja. Jo, es war super. Das war echt was cool. Man alles macht. Ich gehe jetzt seit wann? Seit 20 Jahren Halloween. Stimmt's? Und wir waren immer die Fee. Ich wusste gar nicht, dass es das so lange gibt. Hexe, Feenhexe. Was der auch macht? Aber eine süße. Keine hässliche. Ja, siehste. Prinzessin Klein. Wir waren immer die Gegenveranstaltung, ne? Ich gehe zu Halloween mit Prinzessinnenkleid? Ja. Was stimmt mit euch nicht? Das ist eine große Veranstaltung eigentlich. Wir waren das Licht im Dunkeln, verstehst du? Wir waren young, wenn es Yin gibt oder umgekehrt. War das toll, Wanne? Da bin ich gespannt, wie meine Engel dann zu Weihnachten aussehen. Daumen hoch, seit 20 Jahren, jedes Halloween mitgelaufen. Ja. Bist du unsinnig. Hier im Dorf hat es der Pfarrer den Kindern verboten zu laufen. Oh, was das haben wir gemacht? Das ist eine wichtige Nachricht, weil ihr hören sicher auch Buhndorfer zu. Ey, und ich höre das und habe demonstrativ natürlich gleich auf der Terrasse Halloween geschmückt und ein Körbchen rausgestellt mit 25 Tüten für die Kinder und habe draufgeschrieben Happy Halloween und habe eine WhatsApp in der Dorfgruppe herumgeschickt. Als wir nach Hause kamen, haben alle Tüten gefehlt. Yes! Aber das verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Nein, Pastor? Wie heißt das? Ja, Pfarrer. Pfarrer. Wir müssen den Pfarrer einladen, wir müssen das korrigieren. Wir müssen ihm erklären, dass das eine coole Veranstaltung ist. Ja, auf der ein Kinder Spaß haben. Brauch ist, aber das, also, oh Gott, na, da dürfen wir gar nicht drüber nachdenken. Ja, wir haben noch viel zu tun. Aber. Ja, aber es war sehr cool. Na, uns geht es ja nicht um Halloween, uns geht es ja eigentlich darum, um die Freiheit und um. Dass jeder einfach da. Auch die Gemeinschaft. Schau mal, wir waren in einem richtig. Das war, was war das? Wie nennt man das? Ein Enddorf? Nee. Wie ein Sackgassendorf. Sackgassendorf, genau. Jeder kannte sich und jeder hat sich gefreut und man hat sich beim Namen begrüßt und man ist herzlich empfangen worden und man hat sie umarmt. Das war richtig toll. Mhm. Richtig schön. Voll cool. Ja. Und man hat einfach gemeinschaftlich was für die Kinder gemacht. Das fand ich echt gut. Ja, und die waren total begeistert, ne? Die waren auf den Straßen unterwegs. Ja, sie hat gleich am nächsten Tag nochmal gefragt. Ist halt wieder Halloween. So, jetzt haben wir eigentlich überhaupt nichts Produktives, kein Content geliefert, oder? Sollen wir noch irgendwas Gescheites sagen? Oder nee, einfach ich glaube, da kommen nicht mehr viel heute. Da kommen nicht mehr viel. Also ich könnte noch. Ja, wirklich? Schatz, was geht denn noch alles? Ja, das war ein Spaß. Nee, ich finde es auch mal wichtig, so, weiß nicht, hinter die Kulissen mal zu schauen, ja, was wir eigentlich so den ganzen Tag machen. Unterhalten. Und was wir den ganzen Tag machen, wir hetzen eigentlich von A nach B, oder? Ja, Jahresende ist immer ganz, ganz merkwürdig. Also vor Weihnachten scheint es danach nichts mehr zu geben. Ja, weißt du, was ich auch überhaupt nicht verstehe? Wie kann man am Martinstag, keine Rücksicht aufeinander nehmen. Du hast 5 Kinder und hast 3 Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten zur selben Zeit. Wie funktioniert das? Bei 2 Elternteilen. Lösung? Patchwork. Wir haben Glück. Na, aber das du ist kennst ja vor allem diese ganzen Feiertage. In meiner Welt gibt es ja. Oh, das war sehr bestürzt, also als du sagtest, es gibt keinen Feiertag und Allerheiligen, jetzt bin ich, also wirklich, entschuldige, und dann geht er arbeiten und hat sie Termine eingetragen und ich war völlig konsterniert. Hat er gemacht? Wanne, oder? Muss man, sie schüttelt den Kopf. Das kann die Wanne auch nicht verstehen, weil die so aufgewachsen ist. Beim letzten auch? Na, pass auf. Die Einkaufsläden haben zu. Ja, die Einkaufsläden sogar. Oh, das ist natürlich ein Maßstab. Also wenn die Einkaufsladen zu hat, wird nicht gearbeitet. Leute? Ja, ist am Sonntag auch so. Hallo, ich bin total traditionell groß geworden. Und, ja, gar und nicht. Erklärst aber das, du mir das? Na, und bitte, da zündet man Kerzerl an und da geht man aufs Grab und da spricht man mit denen, da ehrt man die Verstorbenen und du sagst, ich kenne den Tag nicht. Zack, ich war im Büro. Tag nicht. Ich muss mich heute nur erholen davon, von dem Schock. Ich hatte moderate Termine, aber es war für mich sehr interessant, weil davon gibt es ja eine ganze Menge. Das ist ja nicht jetzt nur Allerheiligen, ja, sondern das macht doch Sinn, weil St. Martin. Ist das auch ein internationaler Feiertag? Nein, aber Weihnachten, Schatz. Weihnachten? Ja,
Ja, Weihnachten, Ostern und so Geburtstage. Aber das macht ja schon nervös, ne? Nee, das finde ich gut. Na, das macht dich schon nervös. Na, überhaupt nicht. Na, doch. Mich machen unberechenbare Feiertage. Unberechenbare Feiertage sind für mich Feiertage, die nicht in allen Bundesländern gefeiert werden. Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt, von Leichnam kennt man. Im Google-Kalender steht es. Danke für die. Wirklich? Im Google-Kalender. Ja, bitte. Sie hat recht. Aber wir hatten kein Google, wir hatten Microsoft. Weil die du ganze das Zeit ständig umstellst. Man wacht in der Früh auf und ich habe jetzt 96.000 unbeantwortete Mails im Postfach und sehe das. Vorher habe ich sie ausgeblendet. Jetzt das ist nämlich Prozessoptimierung. Ja, das aber ist das machst du um 3 in der Früh. Oder später. Und bei mir macht es bing, 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 bing. Ja. Schatz, die also bitte, was haltest du als Hörerin davon, dass man die Feiertage so intern abschafft? Das darf man nicht abschaffen. Ich hab mich schon voll, du hast das abgeschafft. Du hast für dich entschieden, es existiert nicht. Zack, warst du im Büro. Und ja, ich? Diesen einen. Hey, ich wette, von 10 HörerInnen werden dir 10 sagen, na, das geht überhaupt nicht. Natürlich wetten? Nicht. Na, das geht wirklich nicht. Und bitte schreibt dir das in die Kommentare. Bitte. Die Katharina wird es so feiern, ja, dass sie sagen kann, Norm, siehst du, die haben mir 10 geschrieben. Und bitte das steht helft drin. Mir. Manchmal braucht man ein bisschen an Support. So, bevor das hier ausartet und wir noch weitere Abstimmungen machen, nee, machen wie wichtig sind Feiertage. Ich finde das richtig gut, das Gespräch entwickelt sich in eine tolle Richtung. Huch, der Akku ist leer. Oh, ist das schön. Du, über was wollen wir das nächste Mal sprechen? Vielleicht gibt es mal ein bisschen Feedback von unseren HörerInnen, die ja echt in der Zahl immer mehr steigen, aber mir fehlt so das Feedback. Ja, das ist die Challenge beim Podcasten. Es ist eine große Herausforderung, die Hörerschaft zu Interaktion. Ja, ist wirklich so. Also es gibt viele, die hören zu und dann hörst du durch Zufall, ey, wir haben euch in der Sauna gehört und so. Ja. Wir gucken einfach mal, was kommt. Nein, ich freue mich voll. bitte. Ich freue mich über Feedback und über tolle Rezensionen, umso mehr. Genau, weil sich das kein Mensch merken kann, auch dass man die Tiny Lodges am Ellertshäuser See mit Claudio und Ralf besuchen muss, packen wir alles in die Shownotes. Ja. Wir hoffen, dass euch diese Podcast-Folge, die inhaltlich wahrscheinlich keinen wirklichen Mehrwert geliefert hat, aber total unterhaltsam war, gefallen hat und werden beim nächsten Mal wieder so richtig was Schweres, so ein richtig schweren Wein oder so. Also weißt du, so einen richtigen Content. Wir könnten über Sex in der Elternschaft reden, das ist ein schwerer Content. Bist du wahnsinnig, oder? Ja, wenn du möchtest. Nein, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ja, nee, jetzt hast du es gesagt. Wie findet man Gemeinsamkeit und Auszeit mit Kindern? Und wie kann man Sexualität aufrechterhalten? Das wäre schon mal ein gutes Thema. Wäre nicht schlecht, oder haben wir das schon gemacht? Nee. Lass uns darüber sprechen. Ja. Yes. Okay. So soll es sein. Oh mein Gott. Jetzt haben wir es ja kirchlich beendet. So soll Norman es sein. Reicht. Oh mein Gott. Mein kleines Zister. Ich liebe dich. Ja, damit beenden wir diese Podcast-Folge. Vielen Dank.